Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer enorm sportlichen Folge von In Fashion. Wir wollen heute nämlich mal rausfinden, welches Outfit zum Sport am meisten Sinn macht und man trotzdem noch gut drin aussieht. Mein heutiger Gast ist auch ständig on the run, wie man hinter mir sieht, Natalia Avellón, Sängerin und Schauspielerin. Ja, schon mal gute Leistung, würde ich sagen. Sehr schön. Hi. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Offensichtlich wissen wir was nicht von dir, ja? Du hast offensichtlich eine sportliche Vergangenheit. Kleines Geheimnis, ich war Leichtathletin früher. Leistungssportlerin beim Karlsruher SC. Schöne Grüße an meine Mädels. Machst du denn heute auch noch so viel? Halt mich fit auf jeden Fall, weil ich denke, einfach so eine Festigkeit, Grundhaltung, feste Haut haben und ohne nichts kommt nichts. Also für die Gesundheit was tun ist super wichtig. Dann nehme ich mal an, aufgrund deiner alten Sportvergangenheit bist du ein ehrgeiziger Typ. Das bleibt von früher tatsächlich im Blut. Also ich verliere sehr ungern und bin sehr ehrgeizig. Fürchte ich jetzt mal hier in unsere Wimbledon-Ecke, wir nennen es jetzt mal so. Und jetzt machen wir mal Steffi und Boris ein bisschen Konkurrenz. Ja. Wunderbar. Ja, wollte immer schon mal mit dir Tennis spielen. You are the champion, ja? Danke, danke. Harter Kampf war's. Hat Spaß gemacht. Dankeschön, man gibt sich die Hand. Aber es war Fair Play auf jeden Fall. Also es ist ja bei den meisten Sportartikelherstellern so, die fangen mit Turnschuhen an und dann kommt eine riesen Lifestyle-Welt dahinterher. Ja? Tolle Outfits, wie wir sie auch heute tragen. Mhm. Was ist dir tatsächlich wichtig beim Sport? Ich achte tatsächlich eigentlich mehr auf die Bequemlichkeit als auf die Optik. Und ich will nicht, dass es zwickt und ich mich alle 3 Sekunden irgendwie bücken muss und irgendwie nachzupfen muss. Ja, nichts ist schlimmer, als dass man sich beim Sport wie in einer Pelle fühlt irgendwie. Ja. Also die angesagten Themen jetzt auf dem Sportmarkt sind auf jeden Fall schwarz-weiß. Mhm. Camouflage und Neon. Ich liebe Neon, also gerade dieses Orange-Neon ist super. Umso ausgeflippter, umso besser und lustiger. Sehr sommerlich frisch und macht eine gute Laune. Das sehe ich auch so. Dann schmeißen wir uns jetzt in die nächste Klamotte. Jawohl. Und ich möchte noch mal eine Challenge mit dir durchführen. Im nächsten Sportparcours. Okay? Los geht's. Und ich will gewinnen. So, ich bin jetzt bei 20 Kilometer die Stunde. Ah, 25 Kilometer die Stunde. Okay. Das haben wir aber auch mal genug getan, oder? So ein Trimmdichrad hatte meine Mutter früher auch zu Hause. Meine Eltern auch. Bei euch auch. Ich glaube, das war so ein bisschen so der 70s, 80s Effekt. Aber wie machst du das? Also sowas schleppt man ja nicht überall auf Drehs mit. Ich versuche, je nach Dreh, also je nachdem, wie schwierig die Dreharbeiten sind, trainiert man im Hotel, im Fitnessstudio oder ich schwimme gerne oder mache eben Liegestützen oder eben alles, was man im Zimmer machen kann. Und es funktioniert eigentlich relativ gut. Ich kann mir hier von dir was abgucken, ja, weil das... Das ist zum Beispiel was, das kann man überall mit hinnehmen. Viele schwören beim Sport auf die virtuelle Nutzung. Zum Beispiel ein Personal Trainer per Skype oder eine Sport-App. Wie stehst du dazu? Finde ich nicht so gut. Ich habe das lieber tatsächlich im persönlichen Kontakt. Und auch über Skype finde ich das auch nicht so gut. Also wenn ich trainiere, dann tatsächlich würde ich das persönlich machen. Wenn es zu virtuell und abstrakt wird, finde ich es langweilig. Okay. Aber wahrscheinlich hast du aus deiner alten Sportvergangenheit noch ganz viele Übungen, wo du sagst, irgendwie, die habe ich immer gespeichert, die kann ich auch mal im Hotelzimmer machen, wenn ich unterwegs bin, egal wo ich bin, oder? Squats mache ich immer gerne für die Gesäßmuskulatur. Okay. Sit-ups mache ich einfach, weil es mir Spaß macht, für den Bauch. Ansonsten Liegestützen versuche ich zu machen, wenn aber da komme ich jetzt nur auf 15 momentan. Also ich schwächle total ab. Also dreimal mehr als ich, aber Squats, wie gehen die? Magst du mir die mal zeigen? Ja, kann ich gerne machen. Bitte. Okay. Schon gehört, also, aber noch nicht gemacht. Du stellst dich schulterbreit auf, ja. Dann setzt du dich auf einen imaginären Stuhl, so tief du kannst. Du gehst mit dem Popo nach hinten, so. Und dann gehst du hoch und Po anspannen dabei und wieder runter. Und dann, man fängt zum Beispiel, du kannst bei 50 anfangen und bis 400 hochgehen. Je nachdem. Ja, so um die 100, 150 versuche ich schon zu machen. Ich schwöre es euch, nach 2 Wochen seht ihr auf jeden Fall Ergebnisse. Okay, also der Po wird schön rund. Das in mein Sportprogramm integrieren. Ich würde sagen, jetzt ist mal genug mit Sport. Jetzt zeigen wir mal, dass wir auch Turnschuhe ganz anders kombinieren können als mit Sportklamotten, okay? Machen wir. Super, komm mit. Okay. Ich liebe diese Turnschuhe in dieser Optik, oder? Die sind super, die sehen sehr gut aus, sind bequem und wir können wirklich abends hier lostanzen. Also das kleine Schwarze mit diesen Schuhen finde ich super. Das ist so eine typische Berlin-Mischung, finde ich. Das ist ein Berliner Style, ist das, was wir hier anhaben. Ist ein cooler Style und wir können noch länger tanzen als in High Heels, oder? Auf jeden Fall, machen wir. Prost!